Hallo und herzlich willkommen zu, einem etwas anderen Projekt. Wir spielen heute ausnahmsweise mal eine Adventure Map, die mir ein freundlicher YouTuber zugeschickt hat. Und er hat mir gesagt, sein zweiter Account, The Puller Klatsche, in den Videotitel werde ich, glaube ich, den anderen YouTube-Namen schreiben. Wir spielen die Map der Kristallschädel und da gibt es anscheinend Regeln und Story und deswegen gehen wir da hin. Das Texture-Pack, was dabei war, sieht irgendwie lustig aus. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil das ein 128er-Pack ist und ich im Hintergrund nur was render. Aber ansonsten dürfte das eigentlich gehen. Hey, da ist ein Hebel. Egal. Story. Godnuggets gleich Punkte. Spiel auf Peaceful. Halte deine Augen nach Verstecken und Secrets auf. Sonst entgeht dir nicht etwas. Okay, doppelte Verneinung. Rules. Keine Blöcke abbauen oder setzen. Außer es steht da. Okay. Nicht cheaten oder fliegen, außer du failst so oft. Kann ich eh nicht. Musik einmal gedrückt geht. Gibt es im Dungeon-Schalte. Um die Musik auszumachen. Okay. Ich hab Angst. Wir haben ein lustiges Inventory. Was haben wir denn alles dabei? Ach. Okay, die Map ist im Creative Mode. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Wir tun einfach mal so, als wären wir im Singleplayer. drück mir den Knopf. Ach, habe ich jetzt den Sound ausgeschaltet? Ja. Okay. Das ist schlecht. Okay, die Musik ist lustig. Gut, ich würde sagen, drücken den Hebel und schauen, was passiert. Irgendwas hat sich geöffnet. Yay! Das sieht ganz nett aus bisher. Okay, gehen wir weiter. Ausrüstungsplanung. Du brauchst einen klassischen Indiana Jones Hut. Du brauchst 6 Ersatzbatterien für deine Lampe. Du brauchst 2 und 2 Messer, wie auch immer. Okay. Es scheint, jetzt müsste ich einen Code eingeben. Hier muss doch irgendwo ein Hinweis sein. Falls ich etwas falsch gemacht habe, okay. Ist da oben ein Hinweis? Nein. Vielleicht unter dem Glas? Nö. Oh, 1, 6, 4. 1, 6, 4. Haha, wir sind gut. Gehen wir weiter. Und ich liebe Adventure Maps schon jetzt. Ich habe noch nie ein Adventure Map gespielt, gebe ich an dieser Stelle zu. 2 Schalter, aber irgendwie kommen wir nicht an der Ranke vorbei. Ich weiß nicht, ob das so geplant war. Ups. Ich war's nicht. Verdammt. Warum ist das auch im Creative Mode? Also wirklich. Gut, der zweite Schalter hat jetzt nichts bewirkt. Ja. Musik aus, ne? Auf Dauer werde ich da, glaube ich, meine eigene Musik reinschneiden. Und zwar in 3, 2, 1, jetzt. Ah, okay. Das sieht irgendwie nach einem Jump-and-Run-Part aus. Super. Das ist ganz toll. Achso, wir kommen übrigens an die neuen Zuschauer auf Omicron Gaming. Habe ich noch gar nicht erwähnt. Das ist meine erste Sache, die so auf Omicron Gaming hochgeladen wird. Und wir drücken einfach mal den Knopf. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade aktiviert habe. Die Musik ist aus, okay. Aber ihr dürftet jetzt eh meine Musik hören. Ups. Ja, ich kann fliegen. Hier müsste man doch um die Ecke springen können, oder? Ich kapiere das gerade nicht.
Hilfe. Oh mein Gott. Nein, so machen wir das nicht. Ach, komm schon. Muss doch noch um die Ecke können. Mein Gott, ich bin nicht Zombie. Naja. Suchen wir uns einen anderen Aufgang. Vielleicht, wenn wir den... Wir haben jetzt den Knopf gedrückt. Okay, da hinten war ein Schalter. Was, wenn wir den drücken? Haben wir irgendwas aktiviert oder so? Das klang so, als würde es von hier kommen. Achso, ja, gut, okay. Und da oben ist ein Schalter, vielleicht kommen wir da ran. Nein. Ach, okay, wir müssen da ganz schnell hinrennen. Achso, gut. Da hinten? Dann... Verdammt! Ich meine, ihr habt ja vielleicht schon in Yoshi's Island gesehen, dass ich nicht so der Jump and Run Master bin. Verdammt. Verdammt! So. Die Ranke war schon so. Verdammt. Geronimo, verdammt. Oh man, das dauert doch Jahre. Jetzt bin ich nicht gerannt. Super. Das dauert mir jetzt zu lange. Juhu, ich bin oben. Wo jetzt lang? Wahrscheinlich hier hoch. Ja, nicht fliegen, sondern die Ranke hoch. Wenn es denn hinkriegen würde. Wie gesagt, wenn es denn hinkriegen würde. Oder vielleicht da und dann da hoch. Geht das? Kann man von der Ranke abspringen? Weil sonst würde ich nämlich sagen, dass wir hier die hoch müssen. Aber schau, ey. Selbst mit Fliegen hau ich da vorbei. Okay. Ich will nicht fliegen. Ach, wieso ist das Ding im Creative Mode? So. Okay, das hat doch fast funktioniert. Ich habe irgendwie Bock, mit Half-Life 2 RP zu machen gerade. Nein. Das hat zwar gerade nichts hiermit zu tun, aber obwohl. Es gibt also ein Level, das sieht so ähnlich aus. Nee, ich habe echt das Gefühl, ich muss da rum. Obwohl, das hätte man ja eigentlich auch von Gidan machen können. Nö, ich check das nicht. Hilfe. Naja. Ich werde die Map dann wahrscheinlich in mehrere Parts aufteilen müssen, weil auf Omicron Gaming haben wir noch keinen Upload über 15 Minuten. Ist auch für meine anderen Projekte ein bisschen schade. Ich komme da uns verrecken nicht. Hoch. Okay, da kommt man da wieder raus, das ist gut. Obwohl, wofür braucht man das? Jetzt bin ich hier runtergefallen, also es ist so wohl. So, okay. Nee. Dazu bin ich irgendwie zu blöd. Gibt's irgendwo anders, was wo ich lang kann? Ne, aber die Ranke sieht schon so aus, als... Ne. Leute, ganz ehrlich. Das sieht nicht so aus, als müsste ich da hoch. Okay. Den Sprung schaffe ich ab. Bah. Ja, am Arsch schaffe ich den. Warte, vielleicht wenn ich... Ne, das geht gar nicht, hä? Check das nicht. Hilfe. Gehen wir jetzt hier lang.
Also mit dem Creative Mode stört mich schon. Aber so einrichtungsmäßig ist es hier doch ganz.